Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe mir gedacht, das Jahr 2021 hat begonnen und ich erzähle euch so ein bisschen, was ich lesetechnisch dieses Jahr vorhabe. Und genau, und zwar ist das Thema heute Sub. Ja, ich habe meinen Sub gezählt und sogar komplett abfotografiert. Ich hatte ihn sogar schon mal abgedreht, aber das hat mir alles nicht so gefallen, deswegen werde ich sehr wahrscheinlich auch nicht hochladen, es sei denn, ihr sagt jetzt alle, oh mein Gott, wir wollen das unbedingt sehen hier auf YouTube. Wie gesagt, auf Instagram habe ich ein Highlight dafür erstellt, also schaut da gerne mal vorbei. Und ja, also, mein Sub. Mein Sub beträgt 217 Bücher. Oh mein Gott, das zu sagen ist richtig traurig, ich schäme mich auch wirklich in Grund und Boden. Es sind so viele Bücher geworden. Das ist ganz schlimm. Ich muss auch sagen, ich habe mich vorher sehr, sehr wohl mit meinem Sub gefühlt. Der hat mir gar nichts ausgemacht. Mittlerweile ja, löst er bei mir eigentlich nur noch Magenkrämpfe aus. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich fühle mich absolut gar nicht mehr wohl mit meinem Sub. Das Problem ist, ich habe halt auch schon Bücher aussortiert von meinem Sub. So ist es nicht. Es waren noch mehr und ich habe schon welche aussortiert. Und das Problem ist, dass wenn ich mir jetzt so diese Subbücher angucke und den Klappentext hinten drauf lese, sind das wirklich, wirklich Bücher, die ich gerne lesen möchte. Und deswegen nehme ich dieses Jahr das Thema Sub in Angriff. Auf Instagram haben Jenny und Carrie und Chrissy und Ebru, also eine ganze Gruppe, die haben auf jeden Fall ja ein Subglas und haben die Subglas-Challenge oder die Sub-Challenge ins Leben gerufen. Und da mache ich mit. Und zwar haben wir hier das Subglas. Und ja, das funktioniert folgendermaßen. Ich habe euch das schon mal in meinem Video erzählt, wo ich mein Sub-Schränkchen aufgebaut habe. Aber ich habe mir gedacht, hui, ich mache nochmal ein separates Video dazu. Und zwar geht das so. Für jedes Buch von meinem Sub, was ich lese, beziehungsweise für jede 100 Seiten, darf ich 1 Euro in dieses Glas werfen. Was bedeutet, wenn ich jetzt ein Buch mit 400 Seiten lese, darf ich 4 Euro in mein Subglas werfen. Und ja, die Challenge daran ist einfach, dass man sich neue Bücher nur mit dem Geld kaufen darf, was in dem Glas liegt. Was eigentlich im Umkehrschluss bedeutet, wenn ich eine Klappenbroschüre kaufen möchte, die jetzt sagen wir mal 12 Euro kostet, muss ich aber erstmal 3 Bücher im Umkehrschluss von meinem Sub gelesen haben. Was bedeutet, ich lese 3 runter, kaufe aber nur 1. Ja, und so schafft man es halt, den Sub abzubauen. Hoffe ich jedenfalls. Ja, ich muss sagen, ich habe schon letztes Jahr damit angefangen. Nur das Problem war, dann kamen natürlich diese Ausreden dazu mit, oh, das Buch habe ich aber geschenkt bekommen. Und, oh, das habe ich auch geschenkt bekommen. Und, oh, hier habe ich einen Gutschein. Ja, wenn ich davon was kaufe, ist es ja rein theoretisch auch ein Geschenk. Also lauter diese Ausreden. Und das möchte ich dieses Jahr schlichtweg vermeiden. Und deswegen nehme ich meinen Sub in Angriff. Also, ich habe, das Problem ist, da ich ja so 100 Bücher im Jahr lese, ist es eigentlich schon, ja, wenn man einigermaßen Kopf rechnen kann, liegt es auf der Hand, dass ich diesen Sub gar nicht abgebaut kriege. Ich kriege den vielleicht zur Hälfte abgebaut und selbst dann habe ich noch einen riesigen Sub. Und ja, also mein Ziel ist es jetzt auf jeden Fall, dass ich gehe jetzt sehr viel an Einzelbände ran. Und wenn ich an Reihen rangehe, sind das Reihen, die schon abgeschlossen sind und die ich dann direkt in einem Rutsch durchlesen werde. Weil ich habe viele Bücher auf dem Sub, die ja, Reihenfortsetzungen sind, die ich niemals weitergelesen habe. Einfach weil ich mich zum Beispiel, das beste Beispiel steht da oben, die Rote Königin. Habe ich gelesen, habe ich gemocht. Damals gab es Band 2 noch nicht. Und ja, als dann Band 2 rauskam, habe ich auch oben, ich weiß nicht, wie sie heißt, das gläserne Schwert oder sowas, keine Ahnung, habe ich nie gelesen, weil ich mich natürlich nicht mehr an die Rote Königin erinnern kann. Deswegen ist das tatsächlich auch ein Buch, was ich überlege auszusortieren. Und solche Bücher habe ich halt ganz, ganz viele hier, wo ich mich einfach nicht mehr erinnern kann. Aber ich möchte trotzdem wissen, wie es weitergeht. Aber dafür müsste ich dann erstmal Band 1 lesen oder hören, was ja dann auch wieder Zeit ist. Und deswegen
gehe ich jetzt erstmal an die Einzelbände ran, beziehungsweise ich habe halt ein Highlight auf Instagram erstellt und da habe ich ja ganz viele Buddy Reads gefunden, was wirklich, wirklich toll ist. Also viele Leute, die Bücher mit mir gemeinsam lesen, die zum Teil auch schon länger auf meinem Sub stehen, was ich echt gut finde, weil es bei mir halt auch mir aufgefallen ist, dass man prinzipiell immer erst, also bei mir jedenfalls, lese ich prinzipiell immer erst die neueren Bücher und diese Bücher, die auf meinem Sub sind, das sind teilweise so alte Bücher, die mal irgendwann gehypt wurden oder auch nicht und mittlerweile, ja, sieht man die auf keinem Bild mehr, in keinem Video mehr und ja, deswegen hat man auch, habe ich auch nicht so den Reiz, sie zu lesen, obwohl ich sie gerne lesen möchte. Ja, genau, deswegen, die Subabbau-Challenge. Ich möchte wirklich den Sub abbauen und ich habe mich halt auch dazu entschieden, dass ich nach und nach, auch wenn es mir sehr schwer fällt, Bücher trotzdem aussortieren werde, auch wenn ich den Klappentext lese und mir denke, wow, hört sich super an, weil ich denke, dass ich sie sowieso nicht lesen werde. Also ein Buch, was schon, ja, sagen wir mal, 2 Jahre auf meinem Sub liegt, was sich aber ganz toll anhört, ja, das wird in 2 Jahren sehr wahrscheinlich immer noch auf meinem Sub liegen. Und deswegen kann ich es auch aussortieren. Und wenn ich irgendwann mal sage, hey, boah, das Buch hört sich so gut an, ich möchte es unbedingt lesen, dann kaufe ich es mir halt nochmal neu und lese es dann sofort. Ich möchte auf jeden Fall mein Sub abbauen. Also mein Ziel ist eigentlich wirklich, dass ich auf 100 Bücher komme. Selbst das ist mir noch zu viel. Ich weiß noch nicht, wie ich es schaffen werde, ob ich einfach nochmal radikal aussortiere, ob ich, weil das Problem ist, man kauft ja auch immer. Schon allein diesen Monat kommen bei mir 5 Bücher dazu, die ich unbedingt kaufen möchte. Also ich sag mal so, sie kommen natürlich nur dazu, ja, wenn man genug Geld im Glas hat. Obwohl auch hier bei dem Glas ist es halt so, dass man sich Folgebände kaufen darf, ohne Geld aus dem Glas zu nehmen. Und Rezensionsexemplare darf man auch anfordern, aber auch nur, wenn man sie sofort liest. Also, ja, ihr merkt schon, es ist alles ein sehr, ja, ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwelche Tipps habt, wie man besser Bücher aussortieren kann. Also ich könnte euch jetzt von hier aus Bücher sagen, die schon ewig auf meiner Liste sind. Eden Academy. Keine Ahnung, es hört sich gut an, es geht um irgendeine Academy, ich habe keinen Plan, worum es geht. Blutbraut, richtig fettes Buch. Ja, haben alle mal von geschwärmt, dass es richtig gut sein soll. Deswegen kann ich es nicht aussortieren und es hört sich auch noch gut an. Plötzlich Fee. Ich muss dazu sagen, ich mag eigentlich keine Feen, also wenn es so eine Feengeschichte ist, so mit so Hopster-Sar-Feen und so. Nee, also ich brauche da schon so böse, gemeine, fiese Feen. Ich hoffe, die sind dabei. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare, dann fliegt es direkt raus. Dann, was haben wir denn dann noch? Der Kuss des Dämons von, ich glaube, Lynn Raven oder so. Ja, hört sich auch mega, mega geil an. Habe ich aber auch schon 2 Jahre auf meinem Sub liegen. Das sind halt so diese Asbach-uralten Bücher. Jonah von Laura Newman steht drauf. Dann Die Schatten von London. Also, wie gesagt, es sind wirklich so, so viele Bücher. Es sind halt auch viele alte Bücher, aber ich denke mir halt die ganze Zeit so, werde ich sie wirklich irgendwann lesen oder stehen sie einfach nur zur Deko in meinem Regal? Und ja, wie gesagt, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt, ob ihr Tipps und Tricks habt, wie ich den Sub verkleinern kann, wie ich vielleicht besser aussortieren kann. Genau. Ich habe zum Beispiel bei der Chrissy gesehen, die hat gesagt, für alle Bücher, die sie dieses Jahr nicht lesen wird und ich glaube, die schon länger als ein Jahr auf ihrem Sub sind, die wird sie alle aussortieren, was ich sehr rabiat und mutig finde. Ich weiß nicht, ob ich das so übers Herz bringe, aber es muss ja irgendwie passieren. Deswegen, also ich habe auch schon viele aussortiert, kann ich euch sagen, aber ja, ich habe so das Gefühl, es kommen immer neue dazu, aber es gehen keine weg. Naja. Auf jeden Fall wollte ich euch noch sagen, habe ich aktuell in meinem Glas 11,50 Euro. Also ich habe im Januar das Glas nochmal komplett auf Null gesetzt. Also ich habe jetzt im Januar 11,50 Euro gesammelt, was sich gerade echt wenig anhört. Ich glaube, ich habe 3 Bücher gelesen mit irgendwie 300 Seiten oder so. Kann das sein? Kommt das hin? Ja, das kommt, glaube ich, hin. Genau. Ich habe aber aktuell, kann ich euch sagen, 4 Currently Readings, die alle kurz vorm Beenden sind. Von daher
ist da bald ganz viel Geld drin. Und ja, so viel von mir, so viel zu meinem Subproblem. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie gesagt. Habt ihr Tipps und Tricks? Wie hoch ist euer Sub? Fühlt ihr euch auch so erschlagen? Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!